13. April 1962, schmerzhafter Freitag. Die erste Mitteilung der heiligsten Jungfrau. Auch an diesem Tage habe ich dem Wunsch des Herrn Jesus entsprechend für die 12 Priesterseelen von 12 Uhr bis nachmittags 3 Uhr gesühnt. In ihm versunken bat ich die heiligste Jungfrau, die heiligen 5 Wunden ihres göttlichen Sohnes in mein Herz einzuprägen und ihn um sein Erbarmen zu bitten. Dicke Tränen rollten auf meine Wangen herab. Währenddessen vernahm ich in der Tiefe meiner Seele das unaussprechliche Leid und Wehklagen der schmerzreichen Mutter Gottes. Ihr Schluchzen strömte auch in meine Seele über. Dann sprach sie mit schluchzender Stimme: Meine kleine Karmeliterin, viel wird gesündigt im Land. Hilf mir, retten wir es. Ich gebe euch einen Lichtstrahl in die Hand. Er ist die Flamme der Liebe meines Herzens. Zu dieser Liebesflamme gib deine Liebe hinzu und gib sie weiter. Meine Mutter, warum wirkst du nicht Wunder wie in Fatima, damit man dir glaube? Meine Tochter, je größer meine Wunder wären, umso weniger würde man mir glauben. Meine Karmeliterin, den ersten Samstag zu begehen habe ich erbeten, und man achtet ihn doch nicht. Ich bin eure gütige und liebende Mutter, und mit euch vereint, Hand in Hand, rette ich euch. Euer Land hat der heilige König Stephan mir geweiht, und ich habe ihm versprochen, seine Bitte und die der ungarischen Heiligen im Herzen zu tragen. Ein neues Mittel möchte ich euch in die Hände geben. Ich bitte euch, nehmt es an und habt Verständnis dafür, denn ich schaue traurigen Herzens auf euch herab. Die 12 Priester, die mein göttlicher Sohn auserwählt hat, werden die würdigsten bei der Verwirklichung meiner Bitte sein. Meine Tochter, nimm diese Flamme, die ich zuerst dir überreiche. Das ist die Liebesflamme meines Herzens. Zünde damit das Deinige an und gib sie weiter. Da schluchzte damit die Mutter Gottes so sehr, dass ich ihre Worte fast kaum verstanden hatte. Ich fragte sie, was ich tun solle. Im Namen des ganzen Landes habe ich alles versprochen, nur um ihren Schmerz zu lindern, denn mein Herz war beinahe am Zerspringen. Meine Tochter, ich bitte dich, den Donnerstag und den Freitag als besondere Gnadentage zu betrachten und an diesen beiden Tagen meinem göttlichen Sohn ganz besonders Sühne zu leisten. Die Art und Weise der Sühne ist die Sühnestunde in der Familie. Diese Stunde, die er in Sühne verbringt, beginnt mit geistlicher Lesung. Diese mögen der Rosenkranz und andere Gebete in gesammelter Andacht folgen. Haltet die Sühnestunde zu zweit oder zu dritt, denn ihr wisst, wo zwei oder drei im Namen meines Sohnes versammelt sind, ist er dabei. Seiner Bitte gemäß bekreuzigt euch 5-mal zu Beginn. Dabei empfiehlt ihr euch, durch die heiligen 5 Wunden meines göttlichen Sohnes, dem ewigen Vater. Ebenso sollt ihr die Sühnestunde auch beschließen. Pflegt auch morgens, abends
und tagsüber die Andacht, nacheinander fünfmal das Kreuzzeichen zu machen, und empfiehlt euch dabei der Barmherzigkeit des himmlischen Vaters. Dies bringt euch näher zum himmlischen Vater, und euer Herz wird mit Gnaden erfüllt. Diese gnadenvolle Flamme, die ich euch aus meinem unbefleckten Herzen gab, soll von Herz zu Herz gehen und alle Herzen im ganzen Land entzünden. Das wird das große Wunder sein, dessen Licht Satan blenden wird. Sie ist das Feuer der Liebe und Eintracht, die ich durch die Verdienste der heiligen Wunden meines göttlichen Sohnes beim ewigen Vater erwirkt habe. Nach diesen Worten weigerte ich mich, in der Überzeugung meiner Unwürdigkeit, diesen Auftrag anzunehmen. Du vertraust mir deine Anliegen an, aber wie soll ich sie weitergeben? Und wieder weigerte ich mich. Nach einigen Tagen versprach die heiligste Jungfrau, die Opfer, die ihr göttlicher Sohn verlangte, mit ihrer mütterlichen Liebe und Hilfe zu unterstützen. Ich werde bei dir sein, meine kleine Karmeliterin. Ich drücke dich an mein Herz. Meine himmlische Mutter, ich habe eine Frage an dich. Sie kannte sie bereits und antwortete auf meine Frage. Bringe die Bitte meines Sohnes. Die heiligste Jungfrau nannte ihn ihren lieben Sohn. Während sie dies sagte, begriff ich durch ihre wundersame Eingebung, wie sehr der Wille der heiligsten Jungfrau mit dem ihres göttlichen Sohnes, des ewigen Vaters und des heiligsten Geistes im Einklang steht. Die allerseligste Jungfrau versprach ihren Beistand, damit diese kleine Flamme sich wie ein Lauffeuer verbreite. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Rosenkranz der siegreichen Königin der Welt am Kreuz. Unser Glaube ist am Kreuz. Unsere Hoffnung ist am Kreuz. Unsere Liebe ist am Kreuz. Unser Leben ist am Kreuz. Und unser Sieg ist am Kreuz. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit
mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn und Ehre dem Heiligen Geist, durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt. Amen. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ave Maria. Es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht.
Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ave Maria. Es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt,
zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt. Heilig, 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 Herrgott der Herrscharen, Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Heilig, 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 Herrgott der Herrscharen, Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Heilig, 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 Herrgott der Herrscharen, Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. 28. Oktober 1947. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.